Die aktuelle Woche geht vorbei und normalerweise schnappt man sich sein Auto und fährt ins Grüne oder man fährt in den Winterurlaub oder zur Familie, wenn es kurz vor Weihnachten ist. Aber Auto ist unser Thema heute und zwar ein ganz besonderes, der wertvollste Autokonzern bei weitem der Welt. Tesla Motors ist ein Fokustitel auf jeden Fall, also etwas, was im Rampenlicht steht. Denn der Titel wird aufgenommen in den S&P 500 und sollte damit auf jeden Fall eine deutliche Bewegung jetzt sehen. Ja, aber in welche Richtung? Na gut, als das bekannt wurde, haben natürlich viele gesagt, jetzt erst recht kaufen. Warum? Denn viele ETFs, viele Fonds, viele Vermögensverwalter, viele Family Offices, viele Versicherungen und Pensionskassen müssen natürlich aufgrund ihrer Ausrichtung jetzt diesen Titel mit ins Depot nehmen, denn sie bilden Teile des S&P 500 natürlich beispielsweise ab und dementsprechend muss hier gekauft werden. Das Ganze wird jetzt nach dem Wochenende vollzogen. Und dementsprechend die große Frage, ist das jetzt noch eine Triebfeder für den Markt oder ist es das genau jetzt nicht mehr? Weil jetzt kann man sagen, okay, jetzt kaufen die sich noch alle teuer ein und danach plumpst der Kurs in sich zusammen. Ob das für Tesla wirklich gilt, das wird wohl abzuwarten sein, denn Tesla, wissen wir, ist ja nicht irgendein Titel, sondern es ist der Titel mit Fantasie. Viele Marktteilnehmer gucken da drauf mit Bewunderung, mit Erstaunen, mit Freude, was auch immer die Motivation sein mag, aber auf jeden Fall ist es ein Hingucker. Aber für uns eben auch ein Hingucker. Ich bin ja eher charttechnisch orientiert und kann mir das Ganze mal unter diesem Gesichtspunkt angucken und dann sehen wir, dass wir nach der letzten Korrektur hier, die wir hier im Tageschart sehen, eine Aufwärtsbewegung haben. Da gibt es eine Sache schon mal vorwegzunehmen. Wir hatten ja hier in irgendeiner Form eine Korrektur und diese Korrektur beispielsweise ist etwas 1, 2, 3, 4, 5, würde man sagen, oder eben A, B, C, D, E. Denn Korrekturen werden typischerweise mit Buchstaben beziffert. So, und wenn ich mir diese Form mal angucke, dann erinnert das doch irgendwie sehr an etwas, naja, ein Dreieck, ein zusammenziehendes Dreieck, um es mal so vorsichtig zu sagen. Und jetzt können wir uns mal angucken. Ich bin ja ein großer Freund davon, das Ganze unter Elliott-Wellen-Gesichtspunkten. Das ist etwas, was ich normalerweise zum Beispiel im Born for Trading ja immer wieder mache. Aber ich will das in diesem Video ruhig mal ranbringen. Das sind die Dreiecke, in dem Fall ein zusammenziehendes Dreieck, ein Contracting Triangle. Und das sieht ganz grob so aus. Das müssen wir gar nicht jetzt so sehr ins Detail gehen, wie das Ganze aussieht. Aber wir können uns mal vorstellen, in einer Trendbewegung, wo gibt es diese Verhaltensmuster typischerweise? Auch dafür gibt es eine Statistik. Und dann sehen wir CT, das ist dieses Contracting Triangle. Und das gibt es nicht in der ersten Welle, nicht in der zweiten Welle, nicht in der dritten Welle. In der vierten Welle kommen sie vor. Und nicht in der fünften. Also, wenn wir uns das mal angucken, in der vierten Welle, jetzt überlegen wir uns mal, wie sieht so ein Trend aus? So. Ist das ungefähr das, was Tesla in der letzten Zeit gemacht hat? Ich denke, viele werden sagen, ja. So, und jetzt haben wir ja gesehen, in der vierten Welle kommt das vor, in dieser Welle. Vereinfacht gesprochen kann man sagen, diese Form der Korrektur, diese Contracting Triangles, wir gucken es hier nochmal an, kommt, ihr könntet euch jetzt alles angucken, aber das sparen wir uns, kommt in einer Stelle vor. Nämlich ist es immer die letzte Korrektur vor der letzten Trendfortsetzung. Das heißt, nach dem Contracting Triangle kommt nochmal eine Bewegung. Das wäre zumindest so ein typischer Klassiker. Das heißt, unter der Voraussetzung, dass das, was wir hier gerade gesehen haben bei Tesla, ein Contracting ist, müsste eigentlich noch mal ein letzter Anstieg folgen und dann ist rum. Die fünfte Welle sozusagen. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken im Chart. Nach dieser Geschichte, nach diesem Contracting Triangle, sieht es tatsächlich so aus, als ob wir hier so etwas wie die letzte Bewegung hier tatsächlich hier auf dem Weg nach oben aktuell haben. Ist das plausibel? Naja, man könnte es fundamental sicherlich argumentieren, indem man sagt, naja, es ist eh alles eine Luftnummer. Jetzt ist die Umsetzung im Index dann vollzogen und dementsprechend gibt es keinen Grund mehr zu kaufen. Wie fassen das die Marktteilnehmer bisher auf? Wenn wir uns das da hinten mal angucken, also so dieses letzte Ende hier im Stundenchart beispielsweise, dann sehen wir, dass hier auch schon die Luft ein bisschen raus zu sein scheint. Wir sehen, wir haben hier viele Rücksetzer, die überschneidend sind. Wir sagen kursüberschneidend, überlappend. Und das ist sehr häufig ein ganz klassisches Verhalten am Ende einer Bewegung. Also als Schlusspunkt sozusagen. Auch das kann man hier wieder argumentieren. Das ist etwas in Trendrichtung. Also Trendrichtung ist ja immer Impuls,
oder dieser Leading oder Ending Diagonal. Ihr seht schon, Leading, das ist ein führendes, also ganz am Anfang, und ein Ending, das ist gegen Ende. Und am Ende sieht das dann so aus, dass es schon viel wackeliger ist, viel mehr Kursüberschneidungen gibt und dann Punkte da eben immer wieder so überlappend sind, wie wir das hier dann sehen. Und da sehen wir, wo kommen die vor? Ausschließlich in der fünften Welle. Diese Ending Diagonals gibt es nur gegen Ende. Das heißt, auch das wäre ein Argument, dass sich hier die Marktteilnehmer schon ganz klassisch verhalten nach der Fasson. Ja, noch in Trendrichtung, aber oh, ne, lass mal gut sein. Das heißt, wir sehen jetzt hier eine realistische Endstimmung im Markt, was die Marktteilnehmer aktuell tun. So, jetzt die Frage an uns, was bedeutet das Ganze jetzt? Müssen wir damit rechnen, dass der Kurs jetzt massiv nach unten fällt? Müssen wir davon ausgehen, dass der Markt jetzt dramatisch verlieren wird? Naja, ein Klassiker wäre eigentlich im großen Bild, dass wir sogar nochmal hier in die Nähe zurückkommen, wo quasi die letzte Korrektur das Tief hatte oder so, von mir aus das Zwischentief. Damit lägen wir immerhin unter der 400-Dollar-Marke. Das ist durchaus nicht unrealistisch. Das wäre gar nicht dramatisch im großen Bild. Natürlich, wer jetzt da oben eingekauft hat, für den ist das erstmal doof. Aber ein Szenario wie dieses hier beispielsweise wäre an sich jetzt nicht super schlimm. Wir müssten damit rechnen und anschließend kann es ja auch weiter nach oben gehen. Warum nicht? Denn der Trend ist nach oben. Und wenn wir eine größere Korrektur mal wieder gesehen haben, dann wäre wieder die Zeit, den Trend fortzusetzen. Also ich bin jetzt nicht massiv und dauerhaft bärisch, aber ich denke mal, so ein Rücksetzer, da spricht im Moment einiges dafür. Sollte man jetzt deshalb auf Short gehen? Ich muss gestehen, so ticke ich nicht. Nur weil ich Indikation für ein Ende einer Richtung habe, setze ich nicht automatisch alles auf die Gegenrichtung. Aber ich werde dann meine Long-Engagements einfach etwas enger absichern, dass wenn es fällt, dass ich dann sagen kann, ach komm, ich habe meinen Spaß gehabt, nächster Trade. Umgekehrt allerdings, wenn der Markt mir hier scharfe Abwärtsbewegung nach unten zeigt und dann etwas Wackeliges nach oben, dann bin ich dann gewillt, tatsächlich die Abwärtsrichtung dann auch nochmal wieder einzugehen. Ob das passiert, das bleibt jetzt noch offen, das werden wir sehen, aber das ist die interessante und spannende Frage. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen eine Freude gemacht hier mit dem Tesla-Ausblick oder mit der Einschätzung dazu. Ich finde das ganz interessant, insbesondere, weil es nicht so sehr einfach darauf basiert, boah, ich habe hier mal so ein Gefühl oder so, da bin ich nicht so der große Freund davon. Ich mag es gerne, wenn man das ein bisschen statistisch absichern kann, wenn man sagen kann, okay, wie sind denn die Wahrscheinlichkeiten für diese oder jene Szenarien? Und da muss ich sagen, noch nicht notwendigerweise, dass der Markt jetzt fällt, aber es sieht sehr stark nach dem Ende aus. Wer noch drin ist, der kann den Trend noch ein bisschen weiter reiten. Solange der Markt eben weiter steigt, gibt es da noch keinen Grund, das Handtuch zu werfen. Aber jetzt nicht mehr voller Enthusiasmus im Sinne, ha, jetzt geht's los. Ich würde auf jeden Fall einen kleineren oder vielleicht sogar größeren Rücksetzer lieber abwarten. So, wenn ihr da mehr Informationen und Input wollt, dann kann ich euch empfehlen, meldet euch an. Bei Born for Trading ist es kostenfrei für euch jetzt hier auf finanzmarktwelt.de zu abonnieren erstmal hierfür, dass ihr das euch mal angucken könnt. Und meldet euch an für den Trade des Tages. Dort stellen wir immer wieder einzelne Trading-Situationen mit ganz konkreten Marken, mit unseren ganz konkreten Marken vor. Also wenn ihr wissen wollt, ja wo jetzt exakt, was macht er da? Dann guckt euch das an. Vielleicht nicht zwingend jetzt als nächstes bei Tesla, denn hier fehlt es im Moment noch an einem Signal für den Eintritt. Aber auch bei Tesla oder eben bei anderen vielen anderen Marken, die wir spannend finden. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Viel Erfolg, bis zum nächsten Mal.